Jawohl, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana 2 und wir waren hier im dunklen Schloss der Finsternis und der Dunkelheit stehen geblieben. Hier ging es einfach wieder runter, ne? Ich will aber, glaube ich, wieder hoch. Das sieht irgendwie richtiger aus. Oh ja, jetzt wird's doch finsterer. Ah, hier unten, Durin. Wärst du so freundlich? Lass gern runterspielen. So, du kriegst ein paar aufs Maul. Fertig. Okay. Den müssen wir nicht mal verstummen lassen. Das passt auch so. Oh, das Todesroulette. Oh, 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 oh. Okay. Es hat das Lieschen einfach spontan umge... Wow. Alter! Das wie leuchtet gerade meine Gruppe aus. Krass. Okay. Ich glaube, das waren die Augen, oder? Das ist... Wow. Das ist richtig schmerzhaft. Okay, dann weiß ich ja, wer demnächst verstummen muss. Oh, was haben wir denn hier unten? Okay, zumindest irgendwas zum Speichern. Das ist schon mal ganz nett. Okay, 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 okay. Wir haben inzwischen auch einen ganz guten Level. Finde ich. Ich denke mal, dass ich diese oder nächste Folge tatsächlich das Grande Finale ansetzen kann. Hawk. Bitte, tu dein Schlimmstes. Vielen lieben Dank. Okay. War jetzt kein größeres Problem. Das sah gut aus. Und kriegen wir noch was? Nee. Okay. Sehr schade. Senka! Ach, genau. Okay. So, dann du erstmal. Donnerjutsu ist gerade, ja, relativ wurscht. Ich mache erstmal das und dann machen wir Schutz drauf. Okay, Magie-Effektivität. So langsam kann ich es mir merken. Ich glaube jetzt... Wasser? Dass das die Stärke senkt? Okay. Ich sollte wenigstens einmal draufhauen, dass Drone auch weiß, dass ich tatsächlich irgendwie ein bisschen Kampfschaden haben will. Tatsächlich. Guck mal, Drone. Darfst die hauen? Darfst die hauen? Ja, fein ist das. Deiner Drone. Jetzt habe ich nicht geguckt, was das hier macht. Egal, ich mache sowieso alle Jutsus drauf, die die buffen können. Geschwindigkeit mache ich, glaube ich, auch mal auf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Treffen und Ausweichen runter. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Und wir erhöhen Ausweichen. Das ist cool. Okay, dann nur noch Donnerjutsu. Geist drauf hatte ich, glaube ich, schon. Und dann noch Kraft drauf. So, dann haben wir's. Ritz, das dürfte... Oh! Wollte gerade sagen, es wird absorbiert, aber wird's gar nicht. Haha! Okay, jetzt können wir es einfach fertig machen, das Vieh. Senka ist nervig. Aber ich glaube... So, ich glaube hier tatsächlich ein paar tödliche Waffen drauf zu zaubern, ist ganz geil. Und das Vieh kann uns gar nichts mehr. So komplett gar nichts mehr.
Ich weiß gar nicht, wie viel das senkt. Das dürfte gar nicht so wenig sein. Ich meine, es sind ja immer ein Boss-Werte. Okay. Ich mache das einfach zweimal pro Boss und gut ist. Wirbelwind könnte tatsächlich so ein bisschen wehtun, aber... Ne, geht sogar. Da war nicht viel. Okay, ich glaube, da will ich nochmal mit dem Donner... Ne, Quatsch, Erdbeetschuh nachhelfen. Es sei denn natürlich, sie stirbt jetzt. Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Alter Schlawutke. Hallo, wir machen Schaden. Wir haben einfach eine verdammt starke Kampftruppe. Das ist unfassbar, dass wir zuhauen. Okay, komm schon. Gut. Da musste ich gerade mal den Burst einsetzen. Okay. Oh, diese Erfahrungspunkte, Mann. Okay. Honig erhalten, sehr gut. Den können wir tatsächlich gebrauchen. Und weiter geht's. Weißt du was? Du kannst tatsächlich mal hier Blow Needles auf den Höllenschamanen zaubern. Und ich kümmere mich um den Dämon. So. Ich glaube, der fängt nämlich sonst ganz schnell an, viel zu heilen. Das wäre nicht so schön. Röp. Okay. Okay. Sehr gut. Es geht auf jeden Fall voran, Leute. Ah, hier sind wir. Auf der anderen Seite. Da sind wir eben noch hochgekommen. Wir haben hier schon wieder eine Speicherstatue und dementsprechend gehe ich mal von dem nächsten Boss aus, der auf uns wartet. Dementsprechend will ich mich auch nochmal heilen. Dementsprechend. Und ich sag wieder Worte viel zu oft hintereinander. Ja. Ja, das ist einfach... Das ist wundervoll. Perfekte Moderation und so. Ach, ich bin schon ruhig. Ich muss mich ja nicht die ganze Zeit selber kritisieren. Mal gucken, was jetzt kommt. Das sind alles diese kleinen Standardbosse. Ach, und das ist schon Bijou. Bijou, das ist für meinen Vater. Du bist in der Tat eine talentierte junge Frau des Mana-Schwerts würdig. Es muss euch viel Kraft gekostet haben, die 8 Gottbiester zu besiegen. Aber das hat keine Bedeutung. Ich werde den dunklen Prinzen mit meinem Leben verteidigen. Er ist alles, was ich habe. Und hier ist eine Katze! Und total flauschig! Und dementsprechend hauen wir erstmal Wasser drauf. Und dementsprechend machen wir erstmal Schutz. Weil mir das gerade sehr sinnvoll erscheint. Die dürfte ordentlich für sich reinkloppen. Und zwar richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die kann Mondklinge. Das ist unangenehm. Damit heilt sie sich nämlich arg selber. Aber ich mach mal diverse Jutsus drauf. Ist okay. Ich glaube, Geschwindigkeit ist auch erstmal wichtiger als Geist. Okay. Ah, okay, das absolviert sie. Muss ich mir merken. Also Feuer absorbiert sie. Das ist keine gute Idee. Das geht super. So, jetzt kann ich mal Geist einfach zur Not... Da seht ihr schon, die Mondklinge. Sorgt einfach dafür, dass sie sich selber bei jedem Schlag heilt. Ist aber gar nicht so viel. Ist okay. Ist absolut in Ordnung. Da kann ich mit leben. Macht nämlich auch so gut wie keinen Schaden. Dementsprechend. Okay, Hawk kann gleich nochmal ein paar Kleinigkeiten drauf buffen. Debuffen, meine ich.
Den Waffen kann er nicht. Okay. Ich glaube, das Donnerjutsu reicht sogar. Ich probiere gleich nochmal den Giftatem. Abgesehen davon war es das dann. Jo. Aber ich glaube nicht, dass ich sie vergiften kann. Gehe ich mal definitiv nicht von aus. Ne, ne, ne. Oh, das ist so klein und putzig. Das ist so groß und putzig. Oh oh. Das sieht gar nicht mal so gesund aus. Maximale Lebenspunkte sinken. Ja, ist okay. Habe ich gerade mal mit dem Sternenkraut gegen und Duran kann, glaube ich, auch noch mal eine Heilung raushauen. Einfach präventiv. Schaden tut's nicht. Ich habe sie ganz schön in eine Ecke gedrängt. Mal gucken, ob ich sie da halten kann. Wahrscheinlich... Nee, natürlich nicht. Sie ist viel zu flott. Okay, das war wehtun. Sauberhawk. 750. Das ist richtig gut. Ich glaube, das ist mehr als Duran macht, oder? Nein, ist es nicht. Der macht fast 900, ist okay. Großer Kralle. Oh nee, ich wollte noch einen zuschlagen. Ah. Nein. Das war zu viel. Egal, macht auch gut Schaden. LP Split auf Duran. Das ist gar nicht mal so nett. Ich glaube, der Einzelziehzauber ist tatsächlich stärker. Ich werde es ausprobieren. Dann werde ich sehen. Nö, ist er gar nicht. Er ist nur schneller. Er ist bedeutend schneller. Okay. Das gefällt mir nicht. Aber die dürfte auch so langsam den Geist aufgeben. Wir machen viel zu viel Schaden an mir. Das ist der Hammer. Ich glaube nur noch der Dark Dark Duran und dazu noch eine gut geskillte Angela machen noch mehr Schaden. Obwohl Kevin auch ziemlich krass reinhaut. Doch, der ist heftig. Kevin ist auch krass. Es läuft verdammt gut. Also, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Über nix. Wir haben so eine geile Truppe. Ja, mein Plan geht übrigens voll auf. Alles ist genauso, wie ich das haben will. Okay, ich sollte so langsam mal wieder heilen. Ist okay. Oh ja, oh Gott. Wo kommt der ganze Schaden her? Na. Ach, ist okay. Das ist alles nicht so viel. Die kriegt nur noch Tech um die Ohren geknallt. Doch, ist eigentlich richtig. Au. Das ist gemein. Ja, da geht das hier. Ach ja, nichts Schlimmes. Hallo Kätzchen, komm, spiel mit mir. Hm. Ach, fahr doch die Krallen wieder ein. Ja, ist. Die hat einen ganz schön Vorbau für eine Katze. Das ist unfassbar. Ich höre auch nochmal. Okay. Und ich heile noch mal ein bisschen gegen. Nicht, weil ich es müsste, aber weil ich es kann. Okay, der Kampf geht schon eine ganze Weile.
über 5 Minuten, denke ich. Wenn ich das richtig sehe. Das ist der LP-Split. Nichts Schlimmes. Da kann ich auch gerade mit einer Schoki gegen heilen. Das ist absolut okay. Komm schon. Komm schon. Sein braves Kätzchen. Und alle Level 3 Tags direkt hintereinander. Na gut, das kriegt's zwischendurch noch hin. Da war dies hier nicht mehr schnell genug. Und so langsam müsste es doch mal. Komm schon. Komm schon. Kätzchen. Komm schon. Ja, Naga kann sie beschwören. Das ist relativ unangenehm. Es tut sogar ziemlich weh, aber wir haben gewonnen. Meine Güte. Kein schlechter Kampf. Nein, mein dunkler Prinz. Warte. Wer ist dieser dunkle Prinz? Er war der Erbe des Thrones vom Königreich des Lichtes. Gehasst und gefürchtet von jedermann, lebte er in ständiger Verzweiflung, bis eines Tages die Dämonen der Unterwelt zu ihm kamen, ihm ein Angebot machten, welches er nicht ablehnen konnte. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Er zerstörte sein Königreich. Als Belohnung machten die Dämonen ihn zu ihrem Herrscher. Macht und Respekt. Es schien, als ob er, der dunkle Prinz, alles hatte, was er begehrte. Aber auf Kosten seiner Seele. Ich wollte seine Seele zurückbringen. Lauft, stürzt ein! Okay. Hier lang? Nee. Kann ich nicht. Meine magischen Seile sind völlig nutzlos. Okay, ich hau ab. Bin raus hier. Ah, dann kann ich ja an dieser Stelle den Cut machen. Ah. Vater. Ich habe deinen Tod gerecht. Kommt, Beeilung. Lululu, wir gehen. Auf weiter, weil da ein Cut in der Brücke war und das ist lustig. Und ja, ich will nochmal speichern. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt... Ja, jetzt kann ich. Wir haben ja nämlich so ziemlich alles erledigt, was wir erledigen wollten. Okay, aber wir müssen uns trotzdem nochmal nach draußen wuseln. Aber den Weg kenne ich ja inzwischen. Wir dürften inzwischen ziemlich alles zermöbeln. Zerlegen. Ja. Und ich glaube, da mache ich einfach zwischen der nächsten Folge einfach nochmal so eine Runde Samen sprießen lassen. Wir haben ja wieder ein paar. Gucken, ob ich was Brauchbares habe. Ansonsten resetten. Also einen Gegner töten, einmal resetten. Es ist so nervig. Es ist unfassbar nervig. Aber hey, was tut man nicht alles für eine gute Ausrüstung? Ich tue da sehr viel für. Und ja, zu Recht. Die Ausrüstung, also die richtig gute Ausrüstung, ist auch richtig übel. Da dürfte Lieschen auch auf ihre 300 Angriffspunkte kommen. Easy. Okay. Oh nein, wir sind gefangen. Schlimm. Schlimm, schlimm. Okay, hier muss ich aber gerade überlegen, welcher der richtige Ausgang ist. Aua, das tat sogar weh. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt, Toni. Also wenn ich jetzt nochmal das Fluchtseil benutze, dann stehe ich wieder vorm Eingang der dunklen Burg. Was total furchtbar ist. Ausgang erscheint. Wir haben nochmal ein Level Up. Geil. Du kannst mal Intelligenz skillen, ist okay. Intelli klug.
Ach, ja, genau. Hier war ja was. Ich will noch mal ganz kurz aus dieser Höhle raus. Ach, guck mal. Gefunden. Dann einmal Langsaram. Die kann ich gerade mal ignorieren, weil uns nichts mehr zustoßen wird. Ja, Folge ist eigentlich schon vorbei, aber wie gesagt, ich gehe noch mal kurz raus. Ist okay. Ist ja schnell getan. Jo. Und hier einmal nach rechts. Ich ignoriere einfach mal alles. Bringt mir eh nicht mehr allzu viel. Okay, Leute. Ich mache für die nächste Folge nochmal einen Zwischenstopp in Wendel. Da kann man das nämlich super machen. Ist direkt rechts davon eine Höhle. Da kann man mal kurz ein Level 2 oder 3 Gegner umklatschen. Dann war's das. Und uns wird immer noch angezeigt, dass wir... Okay. Ja, weiß gerade nicht, was los ist. Wir müssen eigentlich immer noch zu dem dunklen Schloss. Gucke ich auch nochmal für die nächste Folge nach. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben schon mal Bijou auf die Schnauze gegeben und damit unseren Vater gereicht. Und das ist doch eine feine, feine Sache. Alles klar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann einen schönen Tag. Tschüss.